Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Tja, Metro Last Light. Ich weiß nicht... Essen. Hunger! Essen! Was, wenn wir für dich etwas... Hab ich ihn gut abgelenkt, oder was? Ja, hast du gut gemacht. Hast du toll gemacht. Aber wie haben mich die Typen gesehen? Öffne die Zelle, Mann! Das ja, junge Mann, wie ich sehe, bist du nicht hier, um einen Spaziergang zu machen. Versuch aber etwas diskreter zu sein. Öffne dich. Ich möchte nicht für deine Fehler bestraft werden. Im Wachraum. Gibt's denn noch was? Nö. Was sagst du? Du hast ihn freigelassen? Hast du den Verstand verloren? Ich weiß nicht. Ich habe ihn angeschaut. Und irgendwie habe ich meinen Sohn gesehen. Dieser Händler von der Hanse hat mich die ganze Zeit genervt, ich soll ihm die Kreatur verkaufen. Sagte, es sei eine Verschwendung, sie zu erschießen. Und dass er gutes Geld zahlen würde, daher habe ich einfach... Zeig mir die Patronen. Klar. Hier, guck. Ich bin auch bereit zu teilen. Ist zu viel für einen alleine. Sag's nur nicht dem Oberscharführer. Ich habe 200 Patronen dafür bekommen. Ich nehme die Hälfte. So, warum laufen Sie hier rum? Es ist nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Dann haben Sie hier nichts mehr zu suchen. Ab in die Kaserne mit Ihnen. Ja, Herr Oberscharführer. Okay. Der Schwarze ist also freigelassen worden. Oh. Okay, wir können ein Messer werfen. Da liegt ein Dokument, das muss ich mir holen. Ah, jetzt sehe ich deinen Lichtschein. Also wie gesagt, Dunkelheit ist... Alter, wie lang die labern. Pavel. Das ist Pavel. Der tote Botanische Garten war immer ein tödlicher, verlassener Ort. Stalker haben ihn immer gemieden, selbst bevor die Schwarzen ihre Stadt dort gebaut hatten. Ah, ich war die einzige Person auf der Welt, die voller Erwartung dorthin ging. Aber dieses Mal waren auch ein paar Stalker vom Reich dort. Diese Volksspuristen verlassen sonst fast nie die Station in der Mitte der Stadt. Wonach suchten sie in den schwelenden Überresten des Gartens? Warum hatte Anna mir nicht geholfen? Millers Tochter würde doch niemals einen Kameraden verlassen. Was, wenn auch sie gefangen genommen worden war? Sie ist ein derber Wildfang und scheint mich bis ins Mark zu hassen, da ich nicht wie Hunter bin. Aber ich mache mir Sorgen um sie. Stimmt, was ist mit Anna? Was ist mit Anna? Scheiße, das tut weh! Du bist gut, aber sei vorsichtig. Wenn sie dich bemerken, bringen sie uns alle um. Ja. Du wirst ruhig sein. Ach lol, er hat ihn von oben gekillt. Du hast es geschafft. Gut gemacht. Ein echter Held. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie die Luftschleuse von der anderen Seite aufmachen. Dieser Knopf an der Wand ist für das Intercom. Drück ihn mal. Na los, drück ihn. Ja, warte. Erstmal looten. Nein, nein, keine Panik. Drück ihn, wir überlegen uns später, was wir machen. Jetzt darfst du fahren, Kamera.
Viel besser. Der Teufel ist hier so ungeduldig. Ich wünschte, die würden uns alle erschießen. Was ist das für ein Witz? Komm schon aus deinem Versteck. Fritz, bist du das? Doch mal. Beim nächsten Mal mache ich nicht auf. Das ist überhaupt nicht lustig. Na gut, lass uns Verstecken spielen. Die bescheuerte Kinder. Fritz! Hey, was geht hier vor sich? Leute! Wie kann das? Scheiße! Sofort! Lass uns raus! Lass uns raus! Da oben ist der Schaltbrett! Damit kann man alle Zellen öffnen! Ich halte es hier nicht mehr raus! Schließen! Bitte! Puh, ihr seht auf dem inneren Grund raus! Und jetzt geht der Spaß erst richtig los! Hier, fang! Oh, meine Pistole. Schöne Uhr. Ha, diese kleine blaue Anzeige. Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? In Ordnung. Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein. Aber hier können die kein Gas einsetzen. Wir können also beruhigt sein. Ach, ich wünschte, ich hätte eine Granate. Obwohl, hier können wir auch ohne erledigen. Los geht's, Kuppel. Du nimmst den unteren Weg. Ich gehe oben und gebe dir Deckung. Eine Sache. Ich konnte die jetzt nicht freilassen, die Leute. Warum denn nicht? Ich konnte die jetzt nicht freilassen. Oh, ich wollte die eigentlich freilassen, aber hey. Oh, ich habe wohl kein Visier mehr, aber ich habe den Schalldämpfer noch. Erledigt. Nice. Danke. Warum sehe ich einen? Kannst du die alle ausschalten? Wie er da oben lang sneakt, ne? Ich weiß nicht, wann ich den abknallen soll. Also ich will eigentlich keine Munition verbrennen. Ich will eigentlich mit den Messern spielen gerade. Das Leben ist nur kurz. Und ich arbeite hier mit Hochspannung. Da sollte man vorsichtig sein. Verstanden? Okay. Den machen wir jetzt weg. Wir hätten den eben schon wegmachen sollen. Aber so wie ich das verstanden habe... Messer One-Hitten.
Wir haben noch 4 Messer. Alles klar. Okay, das ist sau spannend hier. Was haben wir denn hier? So, ich verstehe. Okay. Guck mal auf der anderen Seite. Da sollte ein Schalter sein, genau wie der hier. Ja, ich weiß, ich habe den schon gesehen. Ich wollte ihn aber noch nicht drücken. So, was war denn hier in den Kisten? Die haben doch gesagt, hier ist irgendwelcher Loot drin. Gute Güte. Die meisten von ihnen sind entstellt, mutiert. Arme, Beine. Okay, ich muss was testen. Und zwar, wenn ich ein Messer... Okay, das geht nicht. Es gibt... Man kann nämlich auch Lampen kaputt machen. Und, kann ich da hoch? Nee. Mal ganz kurz nachgucken. Was denn hier hinten, wo er war? Okay, hier liegt nichts. Hätte ja sein können. Weißt du? Hätte ja sein können, dass hier noch was liegt. Alter, ist das mega spannend hier. Das habe ich gar nicht. Das habe ich gar nicht so in Erinnerung, dieses Spiel. Hier, SOS! Ich habe in meinem Leben schon einiges gesehen, aber... Oh, ja, und schon geht's los! Sobald die Luftschleuse sich öffnet, wirst du nach hier verbunden. Ja, kann ich hier noch so Kram holen? Los geht's, Kuppel! Oh, nice! Mega spannend. So, jetzt sehen wir unten den gelben. Da, bei dem gelben, da seht ihr wieder, wie sich das bewegt. Des Feindes ist mein Freund betitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht. Aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. Aha. Und wie geht es dir, Kumpel? Alles klar? Ach, du bist echt hart. Kein Wunder, dass sie dich zu einem Ranger gemacht haben. Klar, ich bin Artyom, hallo? Folge mir, nicht stehen bleiben. Ich bleib nicht stehen, ich bin in Bewegung. Ich muss ja Sachen looten. Reich. Der Schwarz war hier im Konzentrationslager des Reichs. Reich ist übrigens, ne, hier. Deutschland, ne? Aber er ist schon lange weg. Tja, das bedeutet, dass ich ihm folgen muss. Der Auftrag von Miller steht noch immer. Ich werde den Schwarzen finden und dann werde ich entscheiden, was zu tun ist. Wenn der Faschistenarsch, okay, die Wahrheit gesagt hat und die Kreatur wirklich an Händler der Hanse verkauft hat, kann der Schwarze jetzt überall sein. Die Hanse besetzt die Ringlinie der Moskauer Metro und ist ein Bündnis aus Handelsstationen. Da fahren auch immer normale Güterzüge und Passagierkarawanen. Der Schwarze könnte es innerhalb eines Tages zur anderen Seite der Metro geschafft haben. Vielleicht habe ich seine Spur schon verloren. Ich weiß nicht, wie der Schwarze Folter und Hinrichtung entgangen ist. Die Faschisten hängen die Leute normalerweise schon, wenn ihr Kopf die falsche Form hat. Ja. Eine Kreatur wie der Schwarze sollte für sie also die Verkörperung des Bösen und der Korruption darstellen. Aha. Okay. Okay. Das Glück meint es gut mit uns. Unsere Speer haben eine echte Schatzkarte. Security, Platz machen! Legendären Bunkerkomplex D6. Riesige Lager gefüllt mit Vorräten. Dort gibt es Medikamente und genug Konserven, um das Reich für 100 Jahre aufrechtzuerhalten.
und genug Waffen, um die Freaks und genetisch Unreinen vom Antlitz der Erde zu verbannen. Aber D6 wurde von Sparta eingenommen und besetzt. Die korrupte Hanse und die gierigen Rotten fletschen ihre Giftzähne, um anzugreifen und das zu stehlen, was rechtmäßig euch gehört. Doch das werden wir nicht zulassen. Lang lebe das Reich! Herr Sturmbannführer! Was wollen Sie? Scheiße! Ein Aufzug! Zwei Gefangene haben die Wachen ermordet und sind getürmt! Was zum Teufel? Feuer einstellen! Nehmt sie lebendig mit! Spring! Hört auf zu schießen! Wo? Hab ich! Okay! Hände weg, du mieses Stück! Krieg hier durch! Krieg hier durch! Bist du okay? Halte durch, Artyom! Halte durch! Da, was, du Miststück! Auf den Boden! Auf den Boden, du Miststück! Ich ergebe mich! Nicht schießen! Halte durch, Artyom! Halte durch! Nur noch etwas länger! Mister! Mach sie kalt! Ich sehe sie! Da sind sie! Haltet sie auf! Okay, spiegeln wir von mir! Herr Rüscher freigeschaltet, sauberer Gefängnisausbruch. Hey, nice! Wir haben das Unmögliche geschafft. Jetzt muss ich den Orden darüber informieren, dass der Schwarze vermisst wird. Was bedeutet, einzugestehen, dass mein Auftrag gescheitert ist. Aber wenn er unten in der Metro ist, werde ich ihn nicht alleine finden können. Ich muss zur nächsten neutralen Station kommen und dann zur Polis, dem Hauptquartier des Ordens. Pavel wird mir den Weg zeigen. Ah, okay. Sieht so aus, als hätten wir sie abgehängt. Jetzt beeilen wir uns besser, zum Theater zu kommen. Woanders können wir nicht hin, was, Kumpel? Alles klar mit dir, Kumpel? Sehr gut. Diese Rüstung bewirkt Wunder. Scheiße! Eine Sackgasse. Festhalten! Puh! Endstation, was? Tja, nützt ja nichts. Von hier an müssen wir gehen. Mir nach. Okay. Okay, ich kann mich nicht erinnern, diesen Tunnel auf irgendeiner Karte gesehen zu haben. Tja, wir sind jedoch noch auf Reisboden. Da ist Vorsicht geboten. Hoppla, ein Rohr! Komm her, Artyom! Ja, man kann nicht mehr als 5 Messer tragen, alles klar. Also ich wusste, dass hier oben direkt ein Secret ist. Hier, Kumpel! Ah, hier ist direkt Non-Secret. Komm mal her! Ja. Das Problem ist, ich weiß, was hier gleich kommt, glaube ich. Ich glaube, hier kommt ein Hinterhalt. Hier, Kumpel! Okay, gönn dir. Gut! Okay, warte hier, während ich mich umschaue. Scheiße! Ein echter Ninja. Bringen wir ihn zum Wachposten. Und was, wenn dieser Scheißer nicht alleine ist? Achtung, zweiter Wachposten. Überprüfen Sie Ihren Sektor des Tunnels. Wir haben hier eine Ratte in den Schächten. Bleiben Sie aufmerksam. Es könnte noch mehr da sein. Vergiss nicht, die Taschenlampe auszuschalten und sich im Schatten zu verstecken, um unbemerkt zu bleiben. Ja, okay. Ne, ich bleib jetzt hier. Okay, ist aber wichtig, dass ihr es nochmal sagt, finde ich. Was für eine verdammte Scheiße.
Eine Kommunistenratte ist in unseren Tunnels gefunden worden. Um den mache ich mir keine Sorgen. Stimmt. Wer weiß, wie viele von diesen Bastarden sonst noch in den Schatten lauern. Alles, was ich weiß, ist, dass wir sie besser finden sollten. Siehst du was? Überprüfen wir die Sackgasse, wo wir schon mal dabei sind. Nur um sicher zu gehen. Gar nicht irgendwas zu sagen und zu reden. Hier ist ein Shotgun, glaube ich. Können wir einfach ausrüsten? Ja, es ist eine Shotgun. Okay, die ist eine fette Shotgun. Alles klar. Nein, du sollst mir... Genau. So, nachladen. Erstmal alles nachladen hier. Sehr gut. Pistole. Ist auch ready. Und hier diese... Ich weiß nicht, was es für eine Waffe ist. Keine Ahnung. Ultra Heavy Shotgun. So, und hier kam ein Bereich, der nicht so einfach war, glaube ich. Aber gut, dass wir uns hier hinten dran versteckt hatten. Da oben sehe ich einen Typen. Ich will die Lampe ausschalten, aber dafür muss ich erst nah rangehen. Aber der Typ sieht mich halt sonst. Seht ihr den da? Da, den Pisser da. Oh. Na toll. Scheiße, hier ist ein ganzer Zug. Tja, wie fange ich jetzt an? Ich weiß, dass man das silent lösen kann. Boah, Alter, hier ist direkt einer. Schwarze Haut, keine Geschlechtsteile. Wie die sich vermehrt haben, weiß keiner. Schwarze Augen, ohne Weiß. Und wenn dich so einer angestarrt hat, dann war es das. Du bist auf der Stelle vor Schmerz gestorben. Und auf Wiedersehen. Mutanten machen immer Ärger. Oh, da gibt's ein Secret. Da gibt es diesen Puff, der verknallte sich in einer der Nutzen. Fing mit Schmerzen und so einer Scheiße an. Vermutlich, um ein paar Freinummern zu bekommen. Und eines Tages tauchte das blöde Miststück an einem unserer Grenzposten auf, um nach Miguel zu suchen. Und? Tja, sie sah gut aus und alles, aber sie hatte einen Schwanz. Alle Huren haben einen Pferdeschwanz. Nein, ein echter Schwanz, aber ein kleiner, wie bei einem Hundewelpen. Die bemerkten, dass... Was labern die da? Und Miguel hat das nie bemerkt? Das hat der Hauptsturmführer gesagt. Er sagte zu Miguel, sie sind eine Schande für ihre Uniform. Sie werden diese Nutte bestrafen oder am nächsten Morgen neben ihr hängen. Die Nutte bettelte Miguel an. Ich liebe dich, töte mich nicht. Aber was soll man da schon machen? Ich dachte, unsere Lampe leuchtet blau, weil hier gerade dieser Schein kam, aber das war zum Glück nicht so. Scheiße. Von jetzt an werde ich immer zuerst nach Schwänzen Ausschau halten. Uff.
könnte ich jetzt so wegballern, ne? Aber ich weiß, dass da halt einer kommt. Hilfe. Der geht bis da in die Ecke, aber ich kann den da nicht down machen, weil der Typ da oben den dann sieht. Also eigentlich, also normal sieht man das nicht, ne? Also wenn ich da oben stände, ich hätte mich hier schon längst entdeckt. Ich hätte mich schon da bei der Tür entdeckt. Vor allem den Toten hätte ich hier gesehen. So WTF, weißt du? Was soll's? Ich könnte den da hinten wegmachen, ne? Dann würde der vorne den nicht sehen. Oh, der dreht sich endlich mal weg. Das ist meine Chance. Den Typen wegzumachen, weil der sieht den ja nicht mehr. Der sieht auch nicht, wie er gestorben ist. So, den Typen weiß ich nicht, ob ich den wegmachen kann. Aber der da ist gefährlich. Oh. Errungenschaft freigeschaltet. Schießen verboten. Wer ist da? Wer ist das? Waffenbereiter! Achtung! Die Kommunisten kommen! Die Kommunisten sind in der Nähe! Oh, shit. Headshot. Naja, ich wollte Silent probieren, aber hey. Dafür haben wir es geschafft jetzt. Jetzt können wir wenigstens hier rumrennen. Da ist noch einer. Da ist ja noch einer. Aber ich dachte, der sieht den nicht. Wetten, dass der oben ist? Der ist irgendwo unten, ne? Oh, geil! Der hat ein Visier da drauf. Oh, der hat eine Schalldämpfer. Nice. Ja, wir gönnen uns alles hier. Du entkommst uns nicht. Wie bist denn du? Ach, da. Oh. Und zeig mir nochmal dein Köpfchen. Alarm! Sie sind hier! Da unten. Ja, die laufen da so rum wie aufgeschreckte Hühner. Guck, wie der steht. Ha,
Halt ihn unter Beschuss! Na komm! Zeig mir dein Köpfchen! Umzingelt den Kommunisten! Ich will dein Köpfchen treffen. Oh shit. Achtung! Die Kommunisten kommen! Mist, bin ich scheiße. Mann, war ich scheiße im Schießen. Ach, hier war auch Licht die ganze Zeit. Ja, wow. Ich habe irgendeine Notiz hier aufgesammelt eben. Ich dachte, ich könnte das abschalten, aber... Wie kann ich denn meine... Also, wie kann ich denn nur das Visier davon abnehmen? Nee, das will ich nicht. Ich will schon den Schallgedämpften behalten. Aber ich hätte gerne nur das Visier, sage ich. Also, ne? Hier habe ich eine Waffe mit verlängertem Lauf. Ja, dann nehme ich mir lieber die mit Schalldämpfer, ne? Ja, geil. Auf jeden. Und hier habe ich so eine komische Wumme. Die hat der auch, alles klar. Ja. Schalldämpfer auf jeden Fall. Gönn mir. Dann würde ich sagen... Oh, ein Safe. Oh. Dann, ja, wie gesagt, würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich versuche noch diese Kombination irgendwie hier zu finden. Ja, und dann gucken wir mal. Bis dahin, haut rein und tschüss.